Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, und zwar hier beim Supermarket Simulator Demo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das Ganze soll am 22. Februar erscheinen und es gibt aber eine Demo, die wir uns einmal anschauen können. Ich habe schon mal ganz kurz reingeschaut, um das Ganze zu testen, und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt einfach gar nichts zu erklären. Dieses Spiel ist so simpel, aber so cool gemacht. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie, muss ich sagen, sehr, sehr cool. Das übrigens ist unser Supermarket oder unsere Super-Demo. Fakt ist eins, der große Vorteil ist, wir müssen diesmal nicht aufräumen, wir müssen keinen Müll rausbringen, wir müssen keinen Dreck wegmachen oder sonstiges, so wie man es aus aktuell jedem Simulator kennt. Was wir aber machen müssen, ist, wir müssen hier unseren kleinen Miniladen betreiben, und zwar müssen wir unsere Regale füllen und dann einmal das Schild auf Open setzen und danach unsere Kundschaft bedienen. Und das ist tatsächlich ziemlich cool gemacht und ziemlich cool umgesetzt. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ich würde sagen, wir ordern mal die ersten Produkte, die wir jetzt hier anbieten können. Wir haben insgesamt $100 zur Verfügung am Anfang. Ich denke, die Cornflakes können wir noch mit reinpacken, und dann haben wir schon, oh, warte mal, $6 Shipping. Ah, das ist blöd. Dann nehmen wir erstmal das Brot raus. So, dann haben wir schon mal die ersten drei Sachen bestellt. Die liegen dann auch direkt hier draußen. Können wir einmal aufmachen. Pack mal hier ins Regal rein. Total easy gemacht, aber es sieht cool aus. Also grafisch, finde ich, sieht es ganz cool aus. Nicht ganz so low-mäßig, aber ja, gefällt mir eigentlich ganz gut. So, aber wirklich ganz simpel. Man muss aber auch dazu sagen, aktueller Preis beim Spiel. Aktueller Preis, haltet euch fest, auf Steam für 1,99. Also so war es jedenfalls, wo ich jetzt geguckt habe. Der aktuelle Preis 1,99, was willst du da sagen? Also ganz ehrlich, da brauchst du, kannst den Supermarkt auch noch erweitern und so weiter, neue Produkte und frag nicht alles. Kühlschrank kannst kaufen und so ein Zeug. So, der normale Marketpreis ist 6,30 Euro. Wir können, oder beziehungsweise wir setzen mal ein bisschen höher an mit 6,50 Euro. Das heißt, wir machen hier $2,51 Profit pro verkaufter Ware. Hier machen wir mal 4,30 für die Pasta und die Eier. Also bei uns kosten die Eier ja mittlerweile 3,50, 4 Euro. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was bei euch die Eier kosten. Würde mich mal interessieren. Also bei uns, Real Talk, also das teuerste bei uns in der Umgebung, was ich bis jetzt für eine Packung Eier gesehen habe, 5 Euro. 5 Euro. Was hat die gesagt? Die Pasta ist zu teuer? Hat die gesagt, die Pasta ist zu teuer? 4,30. Boah, komm, ne Mayo 4,20. Ja, jetzt übertreib mal nicht, Lady. So, dann gehen wir an unsere Kasse, scannen das einmal ein, nehmen die Kohle und müssen hier erstmal noch wechseln. Natürlich, so. Haben wir einmal gewechselt? Perfekt. Das war unser erster Kunde. So, der nächste Herr. Ich bin gespannt. Too expensive, DX! Willst du mich verarschen? Das ist doch nicht dein Ernst. 2,80 Euro die Eier. Was ist denn da zu teuer? 2,61 ist der normale, Markt. Ey, ich bin im Aufbau. Man kann doch mal ein bisschen hier den neuen Unternehmer unterstützen. Kleiner Supermarkt, kann mir noch nichts leisten. So, die Lady kauft wenigstens, oder? Die kauft auch ein paar Eierchen. Jawohl, immer rein in die Biotüte. Sehr gut, Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Lady. 3,10 Euro. 1, 2, 3 und 10er. So, Dankeschön. Kannst mir deine Nummer geben, wenn du willst. Oh, die Tattoos sind aber auch schon ein bisschen älter, oder? War das nicht so Anfang 90er? Oder 2000er, keine Ahnung. Gut. Ich würde aber sagen, wir hasseln mal durch. 25 Kunden sollen wir insgesamt bedienen. So ein bisschen Kohle machen, ein bisschen Umsatz. Oh, hier, yeah, schöne Cornflakes. Jawohl. 80 Cent kriegt die Lady wieder zurück. Und bitteschön. So, wir haben schon wieder 51. Oh, taking money back. Okay, mit der rechten Maustaste können wir auch sozusagen, wenn wir jetzt einmal falsches Wechselgeld, zu viel Wechselgeld geben haben, können wir das auch wieder zurückholen. So, ich würde sagen, dann schmeißen wir mal Toastbrot noch mit rein. Und was können wir noch machen? Eier haben wir. Das haben wir. Mehl haben wir noch nicht. 51,80. Oh, da fehlt uns aber ein paar Cent. Na gut, dann lassen wir den Herr mal hier noch kurz einkaufen. Und dann können wir die nächsten Produkte hier in unserem Markt aufnehmen. Wir müssen natürlich gucken, dass immer genügend da ist, weil ansonsten können wir nichts verkaufen. Und wenn man nichts verkauft, der kann nichts verdienen. Ne? So ist es ja. So, jetzt aber. Einmal bestellen. Müssen natürlich ein bisschen mit Bedacht bestellen, Leute. Weil immer 6 Euro Shipping kosten. Die muss man natürlich auch am Ende mitbezahlen. Und ja, 6 Euro Versand ist jetzt auch nicht so wenig. So, dann schmeißen wir mal hier die nächsten Produkte rein. Wir machen erstmal alles auf Kopfhöhe, ja? Das ist Strategie, Marktstrategie. Das ist nämlich hier auch wichtig. So, warte mal. Das Mehl können wir für 8, komm, 8,20, easy Preis. Und hier, was haben wir hier? 2,50 das Brot. Perfekt. Ja, ich komme.
Zap, 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 zap. Cornflakes und Eier. Eine sehr gute Wahl, Sir. Naja, viel mehr gibt's ja auch nicht. 4,30 Euro. Danke, dass Sie da waren. Tschüss. So, was haben wir jetzt hier? Ja gut, wir haben schon mal Cornflakes, wir haben schon mal Eier, wir haben Mehl, wir haben Pasta und wir haben Brot. Eigentlich fehlt nur noch Öl. Das ist nämlich das, was wir noch machen können. Aber wir können natürlich hier beim Management auch Starterpakete freischalten. Da bekommen wir zum Beispiel Milch dazu, Wasser, Peanut Butter Cakes und so weiter und so fort. Da brauchen wir aber dann für die paar Produkte dann. Oh, warte mal. 36 Dollar kriegt ihr wieder zurück und 20 Cent. So, passt das? Ja, bitteschön. Genau, und dafür brauchen wir aber dann auch einen Kühlschrank sozusagen. Naja. Ihr könnt mir aber wirklich gerne mal in die Kommentare schreiben, wie bei euch so die Preise sind. Also es ist ja Brot zu teuer. Was ist mit ihr? Warum ist das Brot zu teuer? Lady, sie bringt mich um den Verstand. Ehrlich, so kann man doch kein Geld verdienen. Was kosten normalerweise? Ja, dann mache ich jetzt 2,40 und dann ist aber gut hier. Weiter runter kann ich nicht gehen. Mann, ey, Cornflakes sind auch schon wieder alle, Leute. Die lieben meine Cornflakes. 47 Dollar für Cornflakes. Nehmen wir. Ah, 3 Dollar Versand. Ach so. Das ist interessant. Wir bezahlen wahrscheinlich pro Karton 3 Dollar. Dann ist es natürlich völlig Latte, wie oft wir bestellen. Dann ist es natürlich, dann ist es wirklich egal. So, warte mal, schmeiß mal den Cornflakes-Dings hier oben noch rein. Ja, bin schon da. Einmal Mehl. Na gut. Der Herr. Ja, unter 40 Dollar, ne? Ich meine, klar, der Anzugträger von heute... Der hat wieder kein Kleingeld. So, bitteschön. Und 50. 50 Dollar. Einmal Mehl kaufen, mit 50 Euro Schein bezahlen. Oder Dollarschein hier. Brot ist immer noch zu teuer. Willst du mich verarschen? Also jetzt mache ich aber Brot hier 2,38. Aber weiter runter gehe ich nicht. Ey, da könnt ihr mich am Arsch sein. Da breche ich mein Brot selber. Das kann doch nicht wahr sein. 11,60. So. 11,60. Dankeschön, dass Sie da waren. Tschüssikowski. So. Gut, warte mal. Was brauchen wir denn noch? Öl brauchen wir noch. 53 Dollar kostet das Öl. Halleluja. Warte mal, wir müssen Öl einmal reinschmeißen. Cornflakes haben wir. Ja, der Rest sieht eigentlich ganz gut aus. Also bei 53 Dollar würde ich sagen, jetzt bin ich ja gespannt mit dem Brot. Aha. Die erste Lady, die sich getraut, mein gutes Toastbrot. Ist Vollkorntoast. Ja, das muss man auch dazu sagen. Es ist ja nicht irgendein Brot. 1, 2, 3, 4... 40, 42. Oh Gott, sogar noch 2 Cent. Ach so, weil ich das jetzt hier. Weil ich natürlich hier auf was habe ich das jetzt gemacht für einen Preis? 2,38. 8 Euro. Warte mal, das müssen wir anders machen. 8,19 Euro. 2,69 Euro. Ist wichtig. Leute, das ist wichtig. 6,49 Euro. Man macht immer die unrunden Preise. Warum? Ach so, nee, warte mal. Eigentlich ungeil. Weil die geben ja hier kein Trinkgeld, oder? Hier gibt es ja kein Trinkgeld. 24 Cent. Komm, schenke ich dir den einen. Den einen schenke ich dir. Das ist gut. Dann können wir immer einen Cent verschenkern. So, 29 Dollar. 43. Okay, ich ändere die Preise wieder. Moment. Dann mache ich 2,35 Dollar. Nee, das mache ich nicht. Also das wird zu blöd. 6,49. Nee, 6,50. Das ist ja mit dem Rausgeben eine absolute Katastrophe. 4,20. Sofort, ich bin sofort für Sie da. 2, was haben wir hier gesagt? 2,70. Und 8,20. Okay. Nee, das wird mit dem Rausgeben nichts, Leute. Da sind wir ja hier 3 Jahre mit Rausgeben beschäftigt. So, 1,43. 1. So, bitteschön. Tschüss. Wie viel Kohle haben wir? 75 Dollar? Dann lasst uns doch mal bestellen hier. So, dann können wir nämlich das nächste Produkt in unserem Supermarkt aufnehmen. Da freue ich mich. Eier gehen zur Neige. Aber dafür haben wir Öl. Dafür haben wir Öl. So. Was ist der durchschnittliche Preis? 6,70. Dann machen wir mal 6,80. Sollen wir wenigstens 2 Dollar verdienen. So, Licht können wir auch anmachen. Dankeschön, Lady. Oh, hat's passend gehabt. Sehr gut. Der Herr, einmal Öl. Sehr gute Wahl. 13,20 zurück. Und tschüssi. Wie viele Kunden haben wir schon bedient? 15 Kunden hatten wir heute schon. Gut, finde ich gut. Kann man machen. So, Kohle her. Dankeschön, 50er.
Hier hast du einen 50er. Kann man auch mal Trinkgeld geben. So. 1,30 $. Bitteschön. Ach, der wollte Pasta und hat keine gefunden, ne? Pasta. Können wir die noch bestellen? Ja, komm, wir bestellen mal noch Pasta. Fix noch die Pasta wenigstens auffüllen. Da hat er schon recht. Keine Pasta im Schrank hier. Nicht gut. So, es muss ja wenigstens immer alles da sein. Entschuldigung, eine Packung Eier. Gerne schön. Gern geschehen. 2,30. Bitteschön. Kunden finden Bio-Ex. Oh, sind die Eier auch wieder alle. Stimmt, die Eier haben wir auch vergessen. Oh, Lady. Gut eingekauft. $55 gibt es zurück. 55,90. Dankeschön, Bär, sie uns bald wieder. Eier. Oh, closed after 9 p.m., also nach 9 Uhr geschlossen. Ist schon soweit. Oh, war der eine Kunde, den haben wir noch? Dann können wir den Tag beenden tatsächlich. Oh, die hat es passend. Wunderbärchen. Tschüssi, schön, dass Sie da waren. So, dann machen wir hier einmal closed und gehen mal an den nächsten Tag. Wir hatten 15 Leute. 2 haben Produkte nicht gefunden. 4 fanden es zu teuer. Short change. Also fahre ich gewechselt wahrscheinlich 0, 21 insgesamt. Store Points 113, wir haben $287, Income, Supply Cost $275, $12 Profit, Balance 112. Warum nur $12 Profit? Man muss natürlich dazu sagen, wir haben ja angefangen mit leeren Regalen und jetzt sind ja in unseren Regalen Daily Bills starting today. Also wir sollen immer unsere täglichen Rechnungen kontrollieren bei Shadow Pay the Bills und sicher geht, dass wir die bezahlen, bevor der Due Date oder okay. Gut, also tägliche Rechnung einmal. Bills? Nö, haben wir nix. Haben wir nicht. Sehr gut. Dann würde ich sagen, haben wir soweit alles? Eier brauchen wir. Da fehlt ja noch was. Eier und Mehl. Mehl. Und Eier. Was ist noch? Ist noch was? Nö, der Rest ist eigentlich noch ganz gut da. So, dann bestellen wir erstmal nur Eier und Mehl. Jetzt habe ich für 2 Wasser, aber bezahle nur 3 Euro Shipping. Okay. Das... Ah, also doch nicht einzeln bestellen, Leute. Doch nicht einzeln bestellen. Ich habe jetzt für 2 Kartons auch nur 3 Euro bezahlt. So bezahle ich für 1 Karton. Ach, das ist natürlich ärgerlich. Ja, dann sollten wir immer gleich mal ein bisschen mehr bestellen, glaube ich. Aber wir haben natürlich auch noch nicht wirklich, Geld. Dann schmeißen wir schon mal rein. Einmal Eier, Cornflakes, Brot. Was haben wir gerade bestellt? Öl. Und Pasta. Bei $150 wird das nächste Mal erst bestellt. Erst bei $150, Leute. So sieht's aus. Hallo? Kommt hier jemand? Guten Tag. Kommen Sie rein in meinen kleinen Supermarkt. Alles Bio. Alles Bio. Nur beste Bio-Qualität, junge Dame. Kann ich Ihnen sagen, 3-mal Eier nehmen Sie? Oh, 1-mal, 2-mal Konflikt, 3-mal Konflikt. Ich mich doch mal, was hat denn die vor? Oh, schon mal nicht gut. Die hat anscheinend viele Kinder zu Hause. Da wollen wir uns schon mal von distanzieren. Brauchen wir nicht. Selber 2. So. Bitteschön. Bis zum nächsten Mal. Brot einmal. Gut, er hat auch nicht gemeckert. Also Brot scheint einen guten Preis zu haben. 3-mal. Ja, leck mich am Arsch. Na gut. Sportler, sehe ich. Ja, sie gehen ins Fitnessstudio, oder? Bei den Armen und den Schultern. Hm? Da muss man viele Eier essen. Aber nicht so viele Eigelbers. Ne? Nur Eiklar. 2 Eigelbers, 6 Eiklar. Dann geht das los. So, was haben wir hier Schönes? Cornflakes. Die kauft mir das ganze Cornflakes-Regal leer. Was ist denn hier los, Männchenskinder? Die Cornflakes laufen gut. So, das passt auch. $100 haben wir schon. $100. 2 Kunden brauchen wir noch. Dann haben wir zumindest erstmal unsere Aufgabe erfüllt mit 25 Kunden bedienen. Da bin ich mal gespannt, was dann noch kommt. So, komm schon. Kommt ihr noch? Ach ja, da. Lady, Sie sehen aber besonders schön heute aus. Muss ich ehrlich sagen. Sehr schick gekleidet. Sehr adrett. Gefällt mir. Oh ja, esst auch gern Nudeln. Hat es auch passend. Das sind mir die Liebsten. Tschüss, Sikowski. Ne? So, was brauchen wir? Ja, wie ich es vermutet habe. Alles außer Öl. Geht zur Neige. Warte mal, die Dings können wir auch... Guck mal, $6 nur. Wollen wir 11 Produkte? Das Brot können wir eigentlich rausschneiden. Ah, $144. Das Brot macht das Kraut auch nicht fett, ne? Können wir es auch drin lassen. Ja, Eier können wir auch schon wieder mit reinnehmen. Dann lieber das Brot raus. Ach, eigentlich $180 kostet alle, wenn wir alles einmal nachbestellen. Oh, jetzt gleich 2 Kunden. Jetzt bin ich aber gespannt. Na, was gibt's Schönes? Eier? Nur... Ja, gut, muss man auch akzeptieren, ne? 1, 2, 3.
So. Ah, perfekto. 16,30. Der nächste, der sich beschwert über meine Preise, den gebe ich alles in 1-Cent-Stücken raus. So ein Ding wird das nämlich. So. Der nächste, der sich beschwert, kriegt alles in 1-Cent-Stücken. Sehr gut. Zap, zap, ab. Dankeschön. Wer zahlt denn mit einem 100er bei 2 Packungen Mehl? Das kann doch nicht wahr sein. So. 83, 60 und ab geht die bitte Fahrt. 150 Dollar haben wir schon. Wie viel brauchen wir? 179. Purchase Produkte Lizenz using Computer. Ja, wir sollten uns die erste Lizenz kaufen. Sag ich, wie es ist? Wir müssen erstmal noch ein bisschen Geld umsetzen, Leute. Wir brauchen erstmal noch ein bisschen Kohle. Die Lizenzkosten, ich weiß nicht mehr, was sie gekostet hat, aber ich glaube... Alter. Ja, dankeschön, Sir. Hat's auch passend. Wunderbar. Die Lizenz kostet, glaube ich, wir brauchen insgesamt 178 Dollar. Also mit der... Oh, guck mal, jetzt hier, die alles leer gekauft. Dankeschön. 87 Dollar zurück. Meine Fresse. So, bitteschön. So, jetzt können wir einmal bestellen. Perfekto. Haben wir nämlich gut Versandkosten gespart. Ja, typisch, das ist wieder typisch hier Versandunternehmen, ne? So, dann machen wir hier nochmal Brot rein. Und vor allen Dingen, hier ist der Supermarkt mal nicht so chaotisch. Hier ist mal schön aufgeräumt. So, hier unten noch Pasta rein. Ja, ich komme sofort zu. Ich muss nur einmal ganz kurz auffüllen. Warte mal, was haben wir hier noch? Öl. Hier oben noch die ganzen Flechlein rein. Da unten noch den Rest rein. Ich komme. Moment. Was haben wir? Einmal Nudeln. Kein Problem. 80 Cent. So. Gut. So, dann knattern wir mal die Regale voll. Ja, Eier können wir schon wieder fast neue bestellen, ne? Boah, der kauft alle. Der hat schon wieder die ganzen Eier leer gekauft. So, einmal Cornflakes. Moment, Sir, ich bin ja am Einräumen. Ich komme. Man sagt ja mal, Kundis. Ach ja, ich habe 2 Packungen Eier bestellt. Echt? Das war ja richtig vorausschauend. Super. Habe ich gut gemacht. So, Moment. Ich komme. Was wollen wir? 3-mal Eier, 1-mal Dings. Zap, zap, ab. Und passend. Sehr gut. Dankeschön. Einmal Cornflakes. Auch passend. Wiedersehen. Gut. Ey, das sieht doch top aus. So muss doch das Regal aussehen. Ich habe kein Mehl bestellt, oder? Oh, ich habe kein Mehl. Ich habe kein Mehl bestellt, Leute. So eine Scheiße. So, was wir jetzt aber brauchen als nächstes, ist einmal das Starter-Pack. 125 Dollar. Das müssen wir als nächstes kaufen. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen sparen. Starter-Pack. Moin, moin. So, dankeschön. 1,50 Dollar. 1,50 Dollar. Und wiedersehen. Starter-Pack kostet... Können wir doch nicht machen. Wir müssen Level 3 sein. Das sind wir schon. Sehen wir hier oben links. Da sind wir schon Level 3 vom Supermarkt. Und 125 Dollar. Wir müssen natürlich gucken, dass wenn wir 125 Dollar haben, trotzdem ja unsere Regale noch füllen können. Ne? Das ist auch wichtig. Ich habe schon das Gefühl, dass heute schon ein paar mehr Kunden kommen kann. Das ist auch die Lady hier, die spricht mich ein bisschen an, muss ich ehrlich sagen. In ihrem Outfit. Die kommt auch regelmäßig einkaufen. Also die, der scheint es zu gefallen. Vielleicht bin ich ja ihr Crush, Leute. Vielleicht sollte ich sie einfach mal ansprechen. 380, bitteschön. Na? Ich bin der McManus. Nur so nebenbei. Also wenn du kannst, dich ruhig mal melden, wenn du willst. Können wir ja mal was trinken gehen. Wenn du Bock hast. Oder gehst einfach wieder. Mit deinem Einkauf. Und meldest dich nicht. Hätte er meine Telefonnummer gegeben, aber willst du anscheinend nicht. So, was haben wir hier? 10,80. Dankeschön. So. Einmal Licht an. Und die, also ich habe irgendwie das Gefühl, es kommen mehr Kunden, oder? Finde ich ganz nett. So. 10,85. So. Bitteschön. Und jetzt könnten wir uns diese Lizenz kaufen. Und jetzt haben wir dazu bekommen. Market. Oh, guck mal, was wir jetzt dazu bekommen haben hier. Milch, Wasser, Peanut Butter. Was kostet die? 35 Dollar. Ah, wir haben leider aktuell Kaffee können wir noch mit reintun. Candy können wir noch mit reintun. Ich glaube, dafür brauchen wir dann den Kühlschrank hier. So, wie sieht es ansonsten aus? Was brauchen wir sonst noch? Dankeschön. 4,60 Dollar. 4,60 Dollar. Bitteschön. 2-mal Brot. 30 Cent. Bitteschön. Was brauchen wir sonst noch? Eier ist noch da. Mehl brauchen wir. Mehl und Öl. Und Mehl.
Boah, die teuer. $208, wenn wir das bestellen wollen. Lecco mio muchacho. $208, ja, da müssen wir aber jetzt mal ein bisschen einkaufen hier, Leute. Ganz ehrlich, das geht doch so nicht. Genau, ja, der Sir, der kauft wieder nur eine Flasche Mehl. Aber es ist cool gemacht. Also ich finde es optisch sehr ansprechend, muss ich ehrlich sagen. Dafür, dass es eigentlich nur so ein kleines Game ist und auch hier gar nichts, $2 halt, 2 Euro halt kostet, finde ich es wirklich ansprechend gemacht. Also da kann man wirklich nichts sagen. Kann man wirklich nichts sagen. So, unser Ziel ist ja jetzt auf jeden Fall, einen Kühlschrank zu kaufen. Dankeschön, 20 Cent. So, jetzt beschwert sich auch keiner mehr über den Preis. Also der Preis ist scheinbar ganz gut haben. Oh, 9 Uhr, das war's. Ne, die Lady noch. Da ist sie wieder. Na, noch was vergessen? Meine Nummer? Vielleicht? 3 Eier. Oh, nee. Der Bodybuilder ist bestimmt dein Freund, oder? Scheiße, die hat bestimmt den Bodybuilder als Freund. Ach, so ein Kack aber auch. So, na komm, dann hier Laden zu. Und dann machen wir hier erstmal Feierabend. 24 Leute waren da. Oh, guck mal. Alle zufrieden. 136 Store Points. $20 Verlust haben wir gemacht. Klar, wir haben viel gekauft. Die Upgrade, das Upgrade hat uns den Verlust eingebracht, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. So, dann machen wir hier direkt wieder auf. Guck mal, ob es unbezahlte Rechnungen gibt. Oh, was haben wir hier? 4,54 Euro. Für was denn? Rent. Ein Zehner. Achso, die Miete sozusagen und Rechnung. Aber für was? Hm. Aber wir hätten noch 3 Tage Zeit gehabt, um das zu bezahlen übrigens. Achso, haben die uns erstmal wieder fast 14 Dollar aus dem Dings gezogen. Aus der Hüfte geleiert. Ey, das kannst du auch keinem erzählen. Genau, kaufen wir ordentlich ein jetzt hier. Zack, zack, zack. Dankeschön. So, oh, hat's passend. Perfekt. So, wir müssen neue Produkte bestellen, Leute. Wir brauchen die neuen Produkte, aber wir müssen Versandkosten sparen. Oh, 3 Flaschen Öl hat die gekauft. Einmal Cornflakes. Krass. Ist auch ein bisschen cringe, ne? Wenn so der Ladenbesitzer über die Kasse schielt. Über die Kasse. Oh, was kauft der denn, der Kunde? Was kauft er denn? Oh ja, richtig viel hat der gekauft. Richtig viel. Jetzt werden die Waren alle. Oh, die haben es alle passend. Das gefällt mir. Leute, unsere Ware wird alle. Wir müssen bestellen. Scheiß die Wand an. Haben wir im Warenkorb Cornflakes? Butter, Kaffee, Candy, Öl, Flor. Nee, haben wir nicht. Och, wir müssen aber... Es nützt aber nichts. Wir müssen erstmal bestellen. Wir brauchen erstmal die 200... Was sind's? $214, ey. Lecco mio muchacho. Ja, das wird so aber nichts. Muss ich mal ein bisschen mehr kaufen. Kauf Cornflakes und bezahlt mit einem 100er. Was ist das denn für einer? Scheiße, ey. Beschweren sich die ersten schon. 100 für eine Packung Eier? Sag mal, was ist denn mit euch los? So, 97,30. Bitteschön. Tschüss. $166. Dann schmeiße ich jetzt hier was raus. Öl. Dann schmeiße ich das Öl raus. So, bestellen. Wir müssen hier erstmal die Regale wieder auffüllen, Leute. Das wird doch sonst nichts. Hier unser Mehl. Sehr gut. Ich meine, wir haben ja noch eine Flasche Öl. Candies. Perfekto. Einmal Candies und einmal Kaffee. Kaffee ist eben immer so ein Umsatzschlager. Kaffee, machst du immer gut Kohle mit. Kaffee und Tee. Beste. So, dann hier. Warte, warte, warte. Geht gleich los, Leute. Ich will wenigstens noch Preise für... Oh. War da jetzt schon 2 Kunden? Nee, warte mal. Da müssen wir mal schnell abkassieren hier. So, Dankeschön. Perfekt. Dankeschön. Hat's auch passend. Wunderbar. So, Preis. Was haben wir hier in Average? 6,50. Dann haben wir hier Kaffee. 10,50. Oh, 40,50 ist ein bisschen viel, glaube ich. 10,50. Da beschweren sie sich wieder. Okay. Candy. 3,80 machen wir das. Okay. So, guck mal, haben wir alles ausgepreist? Passt eigentlich soweit. Oh, hier wird direkt eingekauft. Sehr gut. Dankeschön. Öl brauchen wir. Cornflakes brauchen wir. Ist aber auch alles. Dankeschön. Warte mal, nächste Packung. Also, wir brauchen einmal Cerealien. Wir brauchen einmal Öl. $100, ne? Eier haben wir noch. Brot. Wird auch noch. Alle. Brot noch dazu. Brot ist Gott sei Dank nicht so teuer, ne? Eier haben wir auch noch. Oh, die Candies laufen gut an, Leute. Die Candies laufen gut an. Wie viel hat er ausgegeben? $20 fast.
Sehr gut. Ich find's geil. Ich muss ehrlich sagen, Leute, ich find's echt witzig und geil. Ich find's wirklich witzig. Ich spar jetzt mal, pass auf, ich spar jetzt mal schnell auf den Dings. Wir machen kurz Cut. So, Leute, wir können unseren Gewinn theoretisch jetzt investieren. Ich habe ein bisschen weitergemacht. Wir können jetzt eigentlich normalerweise einen Dings kaufen. Wartet ganz kurz. Und zwar Market Furniture's Fridge A. 125. Da würde ich sagen, den bestellen wir jetzt mal. Ja, wir machen aber erstmal hier die Kundschaft ganz schnell fertig. So, was kriegt ihr? $76 zurück. Meine Güte, 55. So, passt das? Ja, bitteschön. So, nächster bitte. Zap, zarab. Dankeschön. Und die hat es passend. Perfekt. Müssen wir irgendwas nachbestellen? Mehl müssen wir nachbestellen. Kaffee. Mehl und Kaffee. Dann schauen wir doch mal ganz kurz, ob wir Mehl einmal noch mit reinnehmen können. Nee, das wird nichts. Und Kaffee ist, glaube ich, auch so teuer, ne? Dann bestellen wir den erstmal. Okay. Wo ist denn der jetzt? Warte, warte, warte. Ich bin ja schon da. So, dreimal Eier. 90 Cent zurück. Und zap, zarab. Bitteschön. Wo ist mein... Oh, da ist mein Kühlschrank. Geil. So, warte mal. Jetzt können wir hier einen Kühlschrank hinstellen. Eigentlich normalerweise. Ich glaube, da will ich den hinstellen. Sehr gut. Perfekt. Einmal Öl. Dankeschön, Sir. Oh, hat's passend. So, und dann könnten wir jetzt ja theoretisch die ersten Sachen auch bestellen, die wir in den Kühlschrank reinschmeißen können. Und zwar Milch. Das ist auch gar nicht so teuer. Das ist sehr gut. Und dieser Candy. $57. $57, okay. Ansonsten bräuchten wir noch Mehl. Kaffee ist leider aus. Oh, das ist schlecht. Der hat gerade das letzte Paket Kaffee gekauft, der Kollege. Dankeschön. Mehl. Oh, Mehl ist auch so teuer. Na komm, dann bestellen wir erstmal die Sachen. Die hat man nämlich noch gar nicht in unserem Laden. Ganz neue Produkte. 39 zurück. Und 70 Cent. So, bitteschön. So, dann einmal auspacken. Moment. Oh. Das kommt hier rein. Ah, okay. Braucht gar keinen Kühlschrank. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das ein Kühlschrank muss. Siehst du mal. Ja, Moment. Darf ich noch einen Preis dran schreiben? Was haben wir hier? 3,10 Euro. Okay, machen wir jetzt nicht so viel Gewinn, aber dafür war es auch nicht so teuer. Dankeschön. Och, Alter. Wieso bezahlen die denn alle mit einem 100er? Was ist denn mit euch? Na, guten Feind. Milch. Ja, du konntest keine Milch finden. Da habe ich auch noch nicht eingeräumt. Hättest du mal warten müssen. So, hier das Wasser ins Regal. Zap, zarab. Moment. Sekunde. Ich räume doch gerade ein. Da muss man doch nicht auf die Klingel drücken. So, Milch hier rein. Zap, zap, zap. Okay, perfekt. Dann brauchen wir noch einen Preis für Milch. Warte, warte, warte. 3,80 Euro für Milch, für einen Liter Milch. Ich habe keine Ahnung, was ein Liter Milch kostet, wenn ich ehrlich bin. Oh mein Gott, machen wir viel Gewinn am Wasser. Uiuiuiui. Wasser ist ja der übelste Killer. Richtig günstig im Einkauf und richtig teuer im Verkauf. Wasser ist es, Leute. So, die hat es auch passend. Perfekt. Oh, was braucht man jetzt noch Neues? Mehl. Oh, Kaffee. Oh, zwei Cakes hier. Dankeschön. 80 Cent zurück. So, Mehl, Kaffee, Öl. Mehl, Kaffee, Öl. Jo. Kauf Milch. Kauf Wasser. 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 Oh, kauf das letzte Mehl, der Trottel. Sieht das Regal wieder so leer aus. Oh, nee. 3,60 Euro zurück. So. Ja? Die Feline hatte ich angepupst. Wunderbar. Ich komme gleich. Papa macht noch fertig eben, ne? Unfassbar. Die Feline hat mich angepupst. Nee, der Papa. Was magst du? Ein Kussi. Ein Kussi. Okay. Gut. Und weiter geht das. Und nicht ärgern. So. Nächster Kunde bitte. Feline hat. Feline hat die große, hat die kleine angepupst. Oh ja, bitte. So, Wasser, nimm mal, der greif reichlich zu. Drei Wasser, vier Wasser. Da kannst du ruhig noch nicht mehr. Oh, der geht nochmal hin ins Regal. Da haut noch ein Cheesecake. Sehr gut. Oh, nee, unten so ein Glas. Oh, da haut nochmal drei Gläser. Leck mich am Arsch. Da wird aber eingekauft hier. Ja, das nehmen wir alles mit. Super, wunderbar. $41, unser bester Kunde bis jetzt. 80 Cent zurück. Danke, Sir. Oh, hier, die Bonbons werden. Die gehen auch gut. Bonbons gehen auch gut. So, warte mal. Wir können noch bestellen. Das brauchen wir. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Wo ist der Kaffee?
Was haben wir noch? Was fehlt noch? Bonbons alle? Oh, scheiße, Bonbons alle. Bonbons alle. Öl ist auch schon wieder fast alle. 20 Cent. So, schön. Oh, zweimal Milch, gute Wahl. Und tschüss. Öl? Mehl? Was fehlt denn hier noch? Öl, Mehl. Cornflakes sind auch schon wieder alle. Nee, sind noch nicht alle. Die Bonbons, habe ich die schon rein? Hallo, habe ich die schon rein? Candy, Cake, irgendwas? Genau, Öl brauchen wir noch. Öl, 176 Dollar. Ach du Scheiße. Können wir bestellen jetzt, wenn die Lady hier bezahlt hat. Dankeschön. Und jetzt einmal Bestellung abschicken. Perfekto. So, dann würde ich sagen, räumen wir mal wieder ein, das gute Zeug hier. Gerade so noch hier bei, vor der letzten Flasche. Willst du noch eine Flasche Öl nehmen? Dann kann ich hier noch reintun. Geht denn? Nee, nicht. Na gut. Dann halt nicht. So. Sir, ich sehe, Sie haben in den Supermarkt Ihres Vertrauens eingekauft und das nicht zu knapp. Dankeschön. Und Sie haben es auch noch passend. Bester Kunde. Vielen, vielen Dank. So, es ist 9 Uhr. Das heißt, es kommt kein Kunde mehr. Wir können erstmal in Ruhe einräumen. Es kommt doch noch ein Kunde. Es kommt doch noch zwei Kunden. Junge, lecko mio muchacho. Wo hauen wir den Kaffee rein? Warte mal, dann machen wir den mal hier rein. So. Kaffee auch wieder am Start. Und was haben wir hier noch? Mehl. Ja, ich bin doch schon da, bin ich jetzt, Kinders. Hat er mir jetzt ein Mehl hier aus der Tasche weggenommen? Ach nee, wir haben unten eins rein. Aus Versehen. Das ist wohl die Pasta alle. So, 2,70. Perfekt. Und, ja, sehr gut. Woo, Leute. Ich glaube, wir haben's. Sehr gut. Ich glaube, wir haben's. Oder? Das müssen die letzten Kunden gewesen sein. Jetzt müssen wir nur mal gucken, was wir noch bestellen müssen. Das passt. Brot können wir bestellen. Eier sind noch da. Pasta ist alle. Brot können wir bestellen. Können wir gleich zweimal bestellen. Pasta ist alle. Ist jetzt auch nicht so teuer. Guck mal, hier gibt es nämlich auch Preis hoch und Preis runter. Unitpreis. Ah, das ist dann billiger und teurer. Sehr gut. Quasi gerade im Angebot. Ansonsten, glaube ich, haben wir alles, oder? Cornflakes. Cornflakes fehlen. Hatte ich nicht Cornflakes bestellt? Nee, gut. Aber wir müssen tatsächlich erstmal Feierabend machen, denn ein neuer Tag bricht an. Wir hatten zwei Leute, die Produkte nicht gefunden haben, weil sie alle waren. 147 Score Points haben wir gekriegt. 43 Dollar haben wir Minus gemacht, weil wir auch wieder kräftig eingekauft haben. Und dann würde ich sagen, gehen wir in den nächsten. Bio-Eier sind gestiegen. Peanut Butter ist gefallen. 91 Dollar. Können wir uns noch nicht leisten. So. Open. Und dann geht das direkt weiter hier. Gut. Wir sollen eine neue Sektion in unserem Store freischalten. Das bedeutet, einmal Management, Grow. Für 150 Dollar können wir quasi unseren Supermarkt vergrößern. Aber ich würde sagen, wir machen hier erstmal ein Päuschen. Wenn ihr Bock auf eine zweite Folge habt, wie wir unseren Supermarkt vergrößern und dann noch ein bisschen über was anstellen, Leute, dann sagt mir gerne Bescheid. Das Spiel kommt ja auch bald raus. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich bin erstmal raus. Bis dahin. Ciao, ciao, euer Manus.